Der Park hat nämlich 1,5 Millionen gekostet. Also das heißt, das hier alles zu begrünen. Und wir haben nun ungefähr 800.000 Euro auch extra nochmal vom Land dazu bekommen. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass der Oberbürgermeister da ist, Peter Heinzer, als der zuständige Dezernent. Der Otto Mähler. Wir brauchen dich hier, Otto. Wir könnten auch gleich mit dem Mikro da hinkommen, ist kein Problem. Wenn ich hier rumlaufe, ich kann rumlaufen, du musst nicht rumlaufen. Lass mal. Komm, wir gehen hier rüber. Komm mal, nein, also, hör mal. So, ich fange jetzt mal einfach damit an, dir das Mikro zu geben und der Rest der Choreografie liegt in euren Händen. Ich mache das erstens sehr, sehr gerne und zweitens relativ schnell. Ich freue mich riesig. Ich glaube 2017, wir haben vorhin mal drüber gesprochen, ging es los. Andere Diskussion hier zum Stachelhausen, zu der Fläche. 2007 haben wir, glaube ich, angefangen mit der Diskussion. War das richtig? 7, danke. Die Jungs da drüben haben das eben erzählt. 2007 ging es los. 2017 wurden die ersten konkreten Planungen gemacht mit dem B-Plan. Und dann hat es ganz viele Menschen bedurft, die sich darum gekümmert haben. Das haben die Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung engagiert. Die Bezirksvertretung, der Rat, alle haben mitgemacht. Aber vor allem die Menschen, die sich hier für den Stachelhaus engagieren als Menschen, die hier leben. Und ich glaube, das ist der Erfolg. Hat ein bisschen länger gedauert, kam viel zusammen. Ich erinnere daran, dass wir 2 Jahre wegen Corona aushalten mussten. Auch das hat natürlich zur zeitlichen Verzögerung gemacht. Aber es ist etwas Wunderschönes entstanden. Und wir sehen das heute, wie viele Menschen hier sind. Das ist ein Zeichen dafür. Es ist toll. Es ist wirklich ein Stück das Gute, die gute Stube von Stachelhausen. Und ich habe eine große Bitte an alle. Frau Böhm, Sie haben sich so da reingekniet hier. Da muss man nochmal in aller Klarheit. Ja, einmal ein Beifall für Frau Böhm. Die hat die tolle Arbeit gemacht. Genau. Herzlichen Dank dafür. Und Frau Böhm, wir müssen jetzt allen Leuten sagen, bitte, es soll auch so bleiben, so schön, so gepflegt bleiben. Wehe, wenn da einer sich nicht an die Spielregeln hält. Frau Böhm kommt persönlich und bringt das wieder in Ordnung. Allen lieben Dank, also der politischen Beteiligung, den Menschen, die in der Verwaltung, in den Projekten mitgearbeitet haben, den Bürgerinnen und Bürgern, ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist wirklich ein Erlebnis. Und ich gebe jetzt weiter an den König von Stachelhausen, Otto Mähler. Oh, danke schön. Hat aber ein paar Stadtteile vergessen. Einmal. Ja, heute noch. Ja, nur heute. Ja, meine Damen und Herren, ich kann mich dem Dank nur anschließen. Freue mich hier, viele bekannte Sichter zu sehen. Ja, ich freue mich darüber, dass Herr Huth natürlich, den wollen wir nicht vergessen, auch maßgeblich hier mitgearbeitet hat. Frau Böhm natürlich, Herr Apel, ich freue mich, Sie zu sehen. Sie haben ja auch viel im Hintergrund mitgestaltet, unter anderem auch bei der Namensgebung. Und Stachelhauser Platz und wieder Stachelhauser Park. Oh, Entschuldigung. Ja, es hat ja auch parkähnlichen Charakter, wenn man sich so umschaut. Also all denjenigen, die hier aktiv mitgearbeitet haben, kann ich auch nur sagen, recht herzlichen Dank. Ich persönlich finde, es ist schön geworden. Jetzt will ich hoffen, dass die Bevölkerung, dass auch hier im Stadtteil, darüber hinaus am Hunsberg bis Kremenhol, alles schön wahrnehmen. Und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt am Nachmittag. Wir wollen hoffen, dass die Sonne uns hold bleibt. Das ist ja schon mal sehr wichtig für diesen Tag heute. Und vielen Dank auch für die Moderation. Danke sehr. So, jetzt gebe ich mal weiter an den Peter Heinze, bei dem ich mich natürlich auch als Dezernent recht herzlich bedanke, der natürlich auch im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Bitte, Peter.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, also wir sind total glücklich, dass der Park jetzt endlich fertig ist und der OB hat es ja eben schon gesagt, hat ganz lange gedauert. Was immer furchtbar lange dauert, ist das Geld zu organisieren und da muss man ja auch sagen, dass Andreas Huth hier ganz große Leistungen gebracht hat und immer bei der Bezirksregierung nachgehorcht hat, dass wir das Geld bekommen. Der Park hat nämlich 1,5 Millionen gekostet, also das heißt, das hier alles zu begrünen und wir haben nun ungefähr 800.000 Euro auch extra nochmal vom Land dazu bekommen. Das ist auch ganz großartig und auch nochmal herzlichen Dank auch an die ausführende Firma. Der Herr Plöttner ist auch hier, der das hier alles umgebaut hat. Jetzt sehe ich ihn gar nicht. Da ist er, hier vorne direkt am Getränkestand. Auch nochmal herzlichen Dank an Sie und das war ja eine Traumbaustelle, weil hier alles so reibungslos funktioniert hinterher hat in der Abwicklung. Nur ein paar Besonderheiten bei dem Park, was man jetzt nicht sieht. Hinter der Bühne sind noch Trampoline, die werden auch sehr gerne genommen. Und es gibt halt hier diesen großen bespielbaren Platz, wo man auch ja, mal festere Sachen machen kann. Dann den grünen Hang unten, wo die großen Spielplätze drin sind. Und unten direkt an der Werkzeugtrasse sind ja auch nochmal Sportgeräte, die die Kinder und Jugendlichen sich hier im Stadtteil ausgesucht haben. Also insgesamt ein ganz tolles, gelungenes Projekt, wo auch viele mitgewirkt haben und wir hoffen, dass das alles so toll dann auch bleibt und ist ein Riesenmittelpunkt, nicht nur für Stachelhausen, sondern für das ganze Umland hier. Darf ich nochmal eben hinzufügen, wir müssten ja an und für sich Norrenfest feiern, dass wenn die Ernte ist, der Heinz hatte ja einen Birnbaum gepflanzt, dann müsste man nochmal ein Fest feiern, wenn er die erste Birne dann die Reibe ist, dann pflückt hier. Aber da wird er sich was einfallen lassen. Und ein paar Jahre später gibt es dann gebrannten Birnenschnaps. Ne? So eine Brennerei hat ja hier tatsächlich eine gewisse Tradition. Ja, vielen Dank für die offizielle Eröffnung. Wir freuen uns weiter auf das, was wir gleich auf der Bühne sehen und hören. Und natürlich werden alle Stände über einen Besuch sich freuen. Und entweder gibt es da was zu essen oder zu trinken oder Infos oder Spielen oder viel, viel mehr. Und ich darf auch bitte Ihr besonderes Augenmerk auf das Argot-Mobil von mir aus rechts unten. Also auf der Trasse heißt das. Das zu gucken, das ist niegelnagelneu. Neu, gerade für die Kinder echt eine Attraktion. Wie dieser ganze Platz. Also, vergnügen Sie sich, bleiben Sie uns erhalten. Das Wetter ist da, das bleibt uns auch erhalten. Hoffentlich in allerbestem Zustand. Und es geht gleich weiter auf der Bühne.